herzlich willkommen bei Dynamic Food. Heute mache ich eins der Lieblingsgerichte meiner Frau. Was machen wir, Schatzi? Pfannkuchen. Pfannkuchen, okay. Welche Zutaten brauchen wir? Wir haben hier einmal unsere Geheimzutat schon am Anfang. Etwas Zimt brauchen wir. Hier haben wir Mehl, 4 Eier, Zucker, Butter. Die Butter muss geschmolzen werden. Und hier haben wir ein bisschen Kakaopulver. Öl zum Anbraten. Mineralwasser brauchen wir. Ich habe Medium genommen. Keine Werbung, ist egal welches Wasser. Und Milch. Ist noch Zucker und Kakao. Wie gesagt, die Zutaten stehen am Ende drin. Wie man das zubereitet, ist ganz einfach. Alles jetzt reinhauen und ich zeige euch gleich, wie man die Dinge anbratet. So. Unser Teig ist fertig. In der Pfanne ist Öl. Ist richtig schön heiß. Ich mache jetzt erstmal so eine Kelle rein. Ein bisschen verlaufen lassen alles. Ja, wir haben hier ganz viele kleine Butterflocken, die gehen gleich schön im Teig auf. Die geben dem Pfannkuchen noch ein cremiges Gefühl. Ich habe die Butter nicht ganz geschmolzen bis zum Ende. Ja, jetzt müssen wir warten, bis die untere Schicht ausgebacken ist und dann wenden wir den. So, unser Pfannkuchen muss jetzt einmal gewendet werden. Dafür kippe ich die Pfanne fast runter und dann einmal rüberklappen. Und jetzt backen wir den auch nochmal von der Seite und das war's schon. So macht man einen Pfannkuchen. Aber ich zeige euch gleich, wie ich den noch zubereite. So, das ist unser fertiger Schokopfannkuchen. Ich habe hier erstmal Standard-Eis. Erstmal aufkriegen hier. Man kann alle möglichen Eissorten nehmen. Aber wenn man nichts zur Hand hat, bricht den Stiel einfach ab. Einfach hier einmal. Meine Hände sauber natürlich. Keine Sorge. Noch mal ein bisschen Eiscreme hier. Das ist schon perfekt. Jetzt haben wir die Schokolade und alles. Und das hier, das kommt aus Chile, Maja. Das ist von meiner Frau, der Lieblingssüßigkeit, das ist eigentlich Karamell. Das ist gekochte Kondensmilch, also eingekochte. Wir haben es aus Chile extra einfliegen lassen für dieses Gericht. Man kann natürlich auch alles Mögliche reinmachen. Schätz, wie viel? Reicht das schon? So? Okay. Reicht dir das? Ja. Jetzt klappen wir den einfach ein bisschen ein. So. Leider wurde mir meine Puderzuckermaschine geklaut. Nein, sie sitzt bei Annette im Moment. Am besten wäre jetzt auch Puderzucker drüber und sind wir fertig. Bon Appetit. Das ist unser Pfannkuchen. Machen wir noch schnell ein Foto von uns beiden.